Hallöchen! Hallo. Wir haben ein schönes Paket bekommen von Fackelmann. Stefan, magst du das mal aufmachen? Natürlich, natürlich. Bei der letzten Tour haben wir ja diese Bratenthermometer bei Fackelmann so lustig auf der Facebook-Seite gepostet. Und dann habe ich da eine E-Mail hingeschrieben. Oh. Pause, wir machen gleich weiter. Okay. Spende für Männertours Motorradtour. Lieber Stefan, beilegen, wie nun versprochen, 7 unserer brandneuen Bratenthermometer. Yes! 7 Stück. 3, 5, 6, 7. Und 5 unserer neuen Grillzangen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß auf eurer sommerlichen Motorradtour und sind gespannt, ob das neue Thermometer auch eurem Härtetest standhält. Mit freundlichen Grüßen aus Herzbruck, Jennifer Keusler von Fackelmann. Vielen Dank dafür. Wir werden viel Spaß damit haben. Morgen testen wir mal, ob die in die Öldeckel reinpassen. Wenn ja, dann läuft das. Ja. Winke, winke. So, die 3 sind fertig. Mehr oder minder. Machen wir jetzt noch ein paar Kleinigkeiten dran. Wir bringen die jetzt an den Start, dass die Bremslichter noch funktionieren und dann gucken wir nochmal, dass wir die Vergaser noch schnell ein bisschen einstellen. Und dann bin ich 2 Wochen beruflich weg, aber die Jungs werden in der Zeit so ein bisschen TÜV-Spaß machen. Und dann fangen wir vielleicht schon mit den ersten Probefahrten an, mit den ersten lustigen Spaßumbauten. Wir schauen mal. Ist ja noch ein bisschen Luft bis zum Starttermin. Ne? Ich denke, läuft alles unerwartet gut. Die Quittung kommt. Ich wollte es gerade sagen, du darfst es nicht sagen. Der neue Bremslichtschalter ist drin. Seht ihr da, ne? Da das schöne weiße Stück. Da leuchtet's. Yay! Also Elektrik beim Kai funktioniert auch. Müssen wir jetzt hier nur noch den Vergaser einstellen, dann ist fertig. Also, wo fangen wir denn an? Wir haben gerade diskutiert. Wir haben vielleicht ein kleines Bonbon für euch. Wo soll ich hingucken? Da, ich kann nicht immer in diese Linse gucken. In die Kamera. Da rein. Da. Da? Da. Haben darüber gesprochen. Es gibt ja diese tolle Veranstaltung. Warte mal. Ich finde es ziemlich albern, wenn ihr beide da seid. Ich sollte eine Doppelmoderation machen. Sollen wir eben aussehen? Okay, du wolltest was sagen, Olli. Ja, es gibt ja diese tolle religiöse Veranstaltung am Nürburgring, wo viele tausende Motorradfahrer hinkommen. Nennt sich Anlassen. Haben vielleicht schon mal ein paar von euch gehört. Mit Sicherheit. Jetzt weiß ich das Datum gerade nicht auswendig, aber irgendwann so Ende April statt. Ich glaube so das letzte Wochenende im April, 22. oder sowas. Also das ist kein Problem, ich blende das hier unten ein. Klickt auf den Affiliate-Link. Und wir haben uns gedacht, das können wir super als Testfahrt nutzen. Haben wir ja letztes Jahr auch schon mit den Urals gemacht oder mit einer Ural gemacht. Aber könnten das Ganze auch noch erweitern, da ihr ja auch alle Zweirad-Fans seid und Zweiräder fahrt und vielleicht was dagegen kommt, könntet ihr diese Chance nutzen und uns dort treffen und vielleicht die eine oder andere Kleinigkeit von uns absagen. Richtig, wir sind gerade dabei, seht ihr auch heute im Video, noch ein paar Sticker zu gestalten, damit ihr auch endlich eure Sticker bekommt. Das zeigen wir gleich noch. Und ja, Anlassen, kommt vorbei. Wir sind da, die Maschinen sind da, zumindest schon mal so viele, wie wir haben und laufen. Wenn die Testfahrt nicht gut verläuft, sind wir auch nicht da. Aber wir geben uns Mühe. Großes Aber, wenn es regnet, sind wir auch nicht da. Alles klar. Okay. Ist gerade gar nicht kalt. Ja, wir sind bei Sven angekommen. Wir haben zwar gesagt, wir schrauben dieses Jahr nicht im Kalten. Müssen wir jetzt ein bisschen ignorieren, weil wir müssen jetzt an die Motoren ran, sonst werden wir nicht fertig. Heute ist übrigens Sonntag, Ende Februar. Und diese 3 Maschinchen laufen theoretisch. Bis auf ein paar Schönheitssachen sind die soweit. Und jetzt kommt unser Lieblingsmotorrad schlechthin, unser absolutes Schmuckstück. Der orangene Tod. Feinste Airbrush-Lackierung. Im erbärmlichsten Zustand. Also Ollis. Also Ollis, genau. Und die bringen wir jetzt an Start.
Vielleicht machen wir die erstmal sauber, oder? Vielleicht hätten wir an den Vergaser denken sollen. Ja, habe ich mitgebracht. Guck mal auf den Tisch. Perfekt. Ich habe alle drei mit, alle sauber. Und Unterbrecherkontakte und Zündkerzen. So, hier ist das gute Schmuckstück. Endlich im Warmen. Zündschloss ist kaputt. Wir haben keinen Schlüssel dafür, der passt. Lässt sich nicht drehen. Das ist schon mal schlecht. Punkt 1, Zündschloss knacken. Punkt 2, Batterie einbauen. Ist die wenigstens auch wieder total ausgelaufen? Nein, die haben wir schon rausgerupft. Also, okay, perfekt. Feintuning des Schlosses. Jetzt haben wir das hier umgebaut. Jetzt funktioniert das mit dem Schlüssel. Oder aber auch mit unserem neuen Spezialschlüssel. Habe ich ihn? Mit dem hier. Auf jeden Fall braucht mir so kein neues Zündschloss kaufen. Wir haben doch da mit Sicherheit noch eine Zündkerze rumfliegen. Ich habe 4 neue mitgebracht. Ja, ich weiß aber, da liegt doch noch bestimmt eine ausgepackte daneben, dass wir nur mal testen, ob hier was funkt. Es ist auch Licht dauerhaft an. Ja, aber das ist... Nee, jetzt hast du es doch aus. Nee. Nee. Jetzt? Nein. Hier. Ich weiß nicht, ob die passt. Ne? Ja? Mach mir den Funken. Kein Funk. Zündkontakt reinigen, das Übliche. Vermutlich. Vermutlich. Jetzt läuft er. Go Sven, go Sven. Ja, mit einer Simson wäre das nicht passiert, ne? Aber ihr läuft auf einem Pott, oder? Doch nur ein Pott, ne? Das hört sich jetzt so an. Nur einer, ne? Ja, aber das ist auch ein lösbares Problem. Na, immerhin springt sie schon mal an. Yay, yeah, Maschine Nummer 5. Warte, warte, da, so. 5. Also das ist es aber allein wert wegen dem selbstgeschweißten Schalthebel. Der ist einfach deutlich komfortabler als jeder normale. Was soll der Mist? Keine Fragen. Okay, Entschuldigung. Meinst, kommt man mit sowas überhaupt durch den TÜV? Klar. Hauen wir die E-Nummer rein. Geiles Ding, ey. Hoffentlich bricht der während der Tour ab. Eigentlich soll Dennis nochmal den Kickstarter abreißen, damit das Ding immer anschieben muss. Nur der alte Zeiten wegen. Oh, guck dir mal an, hier wird eine schöne Patina hier, ey. Pass auf, wir haben den Masterplan, Jens. Wenn wir das hier drauf schrauben, dieses ist so ein Alu-Ding aus China, das ist total super. Wir fräsen das hier ab, schrauben das auf. Dann machen wir hier, fräsen wir das da und da noch leicht ein, dass man hier mit dem Schraubenschlüssel untergreifen kann, um es zu öffnen. Und dann kommt hier das Thermometer durch ein Löchlein, was wir da bohren, hier so drauf. Also sitzt das Thermometer später dann. So, da. Und wir haben Temperatur und Ölanzeige in einem, weil das kann man ja unten eins ablesen. Sieht man ja, ne? Hier, das Öl dran.
Und Idealtemperatur wäre dann Hühnchen. Sieht man jetzt so schlecht. Aber Idealtemperatur wäre Huhn. Da, Schwein, Schwein, Schwein. Huhn, Huhn, Huhn. Sollte Fackelmann gegebenenfalls auch hier ergänzen. Also, hier ist noch nichts zu einer Honda dabei. Stimmt. Ich schreibe dir mal eine Mail. Gibt es Fackelmann Racing? Fackelmann Racing. Auf jeden Fall machen wir hier noch Fackelmann Racing. Also, der Dennis, der setzt uns da oben ein Gewinde rein mit einer Bohrung. Extra für Fühler. Da sitzt dann ein konischer Gummiring drin, den wir oben mit einer Kontermutter festschrauben und deswegen dann den Fackelmann-Braten-Sensor, sag ich mal. Racing-Sensor. Darüber festspannen oben. Über eine konische Schraube. Das wird quasi das beste Konstrukt, was wir jemals für eine Tour gebaut haben. Leider fehlt dann hier die kleine Bohrung an der Seite, die extra dafür da ist, dass man die mit einer Blombe versieht oder ähnliches, damit wir im Falle, im Renneinsatz, dass er sich nicht lösen kann und wir den Deckel verlieren. Ich denke, wenn wir das Fackelmann-Thermometer verloren ist, ist das sowieso die Tour vorbei. Dann können wir es lassen. Dann brauchen wir gar nicht weiterfahren.